Willkommen auf meinem Kanal zu diesem Wanderfilm. Hier hinter mir können wir jetzt gerade den Bahnhof sehen. Ich muss jetzt gerade rumschauen, wo genau die Tafel ist. Ich bin von unten, ganz, wenn man ganz runter geht, ist Park and Ride noch. Da können wir mit dem Fahrzeug parkieren. Dann bin ich ganz offen gelaufen, da ist aber noch nie eine so eine Tafel jetzt gesehen. Jetzt muss ich schauen, es geht in die Richtung. Vielleicht ist auf der anderen Seite von der Strasse eine, aber hier gibt es nirgendwo so eine Tafel. Mal schauen, ob es im Laden ist. Hier ist jetzt der Bahnhof. Hier gehen wir drüber. Wir sind hier und auf dieser Seite, wo man hier unten raufkommt, hier hinten ist die Tafel. Und das heisst, hier geht es auch durch. Gut, wenn wir ganz vorne gelaufen sind, dann sehen wir auch die erste Wandertafel. Da sind wir bei Solothurn, 430 Meter. Und hier ist es auch angeschrieben, eine Seite allein, 30 Minuten. Das ist einmal das erste Ziel, mal schauen. So wie es üblich ist bei Wanderrouten, laufen wir einfach geradeaus, wenn wir nichts sehen. Und sonst müssen wir diesen Wegweiser nach. Hier ist eigentlich, wie wir es gerade gesehen haben. Ja. Bis jetzt war aber auch noch keine Nummer zu erkennen gewesen. Warum auch immer. Ja, da geht es hier. Und dann Ecke. Ja, da geht es hier vorbei. Hinten ist wieder eine schöne Sehenswürdigkeit. He? Das Tor und alles. Und der Wanderweg geht aber da hinten durch. Ja, da dran vorbei. He? Hey, jetzt geht es unter der Strasse durch. Und auf die andere Seite kommen. He? Vorher habt ihr gerade gesehen, was Sehenswürdigkeiten, die ich euch gezeigt habe. Links, rechts, ah, hier die geile Pfeile. Hier ist auch wieder ein geiler Pfeil. Ja, also müssen wir hier rauf. Weiterhin Richtung Einsiedelei. In die Allee rein. Hier rein. He. Natürlich auf dem Trottoir, aber auch dort sehen wir, ist wieder markiert mit Wanderweg. Auch solche Sachen treffen wir unterwegs immer wieder an, irgendwelche Skulpturen. Da gibt es auf Facebook auch eine Seite, die nennt sich Kunst und Skulpturen Schweiz. Mit verschiedensten Künstlern von der Schweiz und auch teilweise aus dem Ausland. Weiter vorne kommt eine nächste Tafel, da gehen wir wieder Richtung Einsiedelei. In der Verenaweg. Und im Moment windet es gerade ziemlich da. Ja, wir können hier sehen, so Strassenschilder, da hat es immer wieder etwas. Da kann man auch sehen von einem, da hat es immer wieder einmal gehabt. Darum habe ich gedacht, zeige jetzt mal eins. Weiter geht es da vorne. Dort ist die nächste Tafel, man hält mich dort gerade wieder. Und von weitem habe ich schon gesehen, im oberen Teil ist es weiss. Dort oben windet es wahrscheinlich noch mehr. Heute ist ja irgendetwas so minus 6 bis minus 8 Grad. Jetzt stehen die alles von dieser Tafel, die ich vorhin unten gesagt habe. Die Tafel nennt sich Einsiedelei Süd. Wengistein auf 455 Meter. Und hier drauf. Als allererstes jetzt einmal die Nummern erkennen und die Wanderung, was geht. He? Das wäre meine Navigation. He? Ich bin richtig, ich muss hier auf zu, in Norden, gemessen Smartphone, obwohl ihr seht,
Mein Pfeil mit dem Rundummel und dem roten Punkt zeigt nach Abend. Da irgendetwas stimmt wieder einmal einiges nicht mit dieser Navigation. He? Weil ich da gerade nicht sicher war, weil die Wandertafel zeigt links und rechts. Aber wenn nichts ist, nochmal geradeaus, aber dann ist da eine links, rechts. Aber wir gehen hier. Dann vielleicht hier rein. He? Hier oben drinnen sind wir leicht geschützt. He? Und da war es auch schön angenehm. Hier gibt es ein Bänkchen. Und von hier ja, schauen wir mal das Zeug an. He? Richtig schön hier. He? Gut, hat es hier nicht mehr viel Schnee oder gar keinen. He? Ja, lässig. So, so Steine habe ich jetzt gesehen. He? Zweite Glaps. Etwas drauf steht. Dem Andenken des Geschichtsschreibers Robert Glutz. Glotzheim irgendwas. Geboren, Solothurn und so weiter. He? Wenn ihr mehr sehen wollt, müsst ihr selber ran. Keine Drohnen aufflammen, nicht rumfliegen und nicht fotografieren. Das wird respektiert, mache ich auch. Eigentlich wollte ich hier von oben filmen, mache ich es vielleicht von weiter weg. Aber wie gesagt, meine Filme sollen euch ja dazu inspirieren, selber etwas anzuschauen. Hier hinten sehen wir bin ich dann angekommen. Hinter mir sehen wir Tafeln und hier ist wieder eine Nummer. Das heisst, wir können hier rauf. Es geht nicht in die Richtung, sondern bergauf. Wie ihr gerade gesehen habt, konnte ich euch ein paar Aufnahmen von etwas weiter weg machen. Und auch schon auf dem Film gesehen habt, oben auf der Höhe. Das ist weiss, wenn wir hier gerade um eine Ecke gekommen sind, nach der Verena-Schlucht. Weiter oben. Sieht es aber nicht aus, als wenn es wirklich viel Schnee hat. Kalt ist es. Ein bisschen weiss ist es auch, aber zur Zeit muss ich sagen, unbedenklich, um das zu machen im Moment. He? Also warten wir ab, schauen wir, wie das weiter oben aussieht. Dort wird es wahrscheinlich schon Schnee haben. Gemäss Auskunft sind sie dort am Schlitteln. Wenn wir dann hier führen können, müssen wir gut schauen. Man sieht, wenn man ein Stück läuft, ist hinter einem Baum die Tafel versteckt. Das heisst, weiterhin Richtung Weißenstein zu. He? Und wie wir sehen, befinden wir uns zurzeit gerade wieder an einer Hauptstrasse, also wieder, ja, wir sind in Solothurn an der Hauptstrasse gewesen. Geht also einen Moment lang jetzt in der Hauptstrasse entlang. Das möchte ich natürlich unbedingt festhalten.
Das sieht richtig lässig aus. Das solltet ihr auch sehen dürfen. Von hier unten sind wir jetzt gerade gekommen, ist nicht weit weg. He? Aber ich melde es halt euch, weil hier befindet sich wieder so eine Wandertafel. He? Da drauf steht jetzt Rüttenen, 510 Meter und wieder so ein Nummerli von unserer Wanderroute vom Wiesenstein Pass Wangweg, die 478. Und das geht weiterhin Richtung Wiesenstein. He? Da steht etwas von 2 Stunden 25 Minuten und der hintere Wiesenstein 2 Stunden 35 Minuten. Mal schauen. He? Die Zeiten sind ja nicht unbedingt ausschlaggebend, weil die Wanderroute nicht zwangsläufig dort durchgeht, wo auch die Wandertafeln noch zeigen. Das würde ich auch noch mal schneiden. Mit diesem Film hier auch erwähnen, weil die Route, die ich laufe, die vieren zwar Wanderwege nach. Solange wir auch nichts anderes sehen, müssen wir den normalen Wandertafeln nachlaufen. Ich muss jetzt hier über die Strasse. Haben sie nicht gerade optimal gelöst. Hier ist nämlich ein Wanderzeichen. Dann gehen wir hier hinten. Ich muss jetzt gerade schon auf die Treppe schauen, wahrscheinlich schon. He? Ja, der Wanderzeichen normal nach. Und sonst, wenn eben eine Nummer ist, dann müsst ihr halt eine Nummer nach. Auch wenn die Ortschaft auf dem Schild dort hin zeigt, wo ihr anwendet. Das ist ja dann nicht die Route, die ausgeschildert wäre. Das noch mal so kurz als neue Zwischeninfo. Jawohl. Schau ich schnell, ob ich hier richtig bin. Und das hier hinter mir sind. Es geht jetzt das erste Mal ein bisschen mehr rauf. Wir finden uns an einer weiteren Tafel. He? Fallerenhölzli, 550 Meter. Wandertafel sehen wir jetzt wieder die Nummern. Also weiter in die Richtung. Also das wollte ich euch auch zeigen. Das sieht richtig schön aus, aber beim genaueren Anschauen habe ich festgestellt, dass da scheinbar ein Schlauch kaputt ist. Das Wasser kommt aus einem Schlauch raus, der da liegt. Schade, aber ja, cool zum Anschauen. Jetzt noch die Strasse überqueren. He? Ich zeige es halt trotzdem an meine Sachen. Vielleicht sind die an meinem dran. Wenn die Autos nicht gerade Zeit haben und informiert werden, dass etwas fehlt. He? Von dem her, wenn ihr so Sachen seht, meldet das auch im Wandernetz, he? Die zuständig sind. Weil die sind froh darum, dass man das wieder richtig stellen kann. Damit die wandern wollen, auch wirklich einen Weg finden, wo sie durch müssen. Ja, jetzt geht es hier schön in Aldine, wie es gerade aussieht. Und da vorne ist eine weitere Tafel. Zu früh gefreut oder gedacht. He? Wir befinden uns hier jetzt bei Falleren, 555 Meter. Ihr seht hier, he? Oben steht Weißenstein. Dort müssen wir aber nicht hin, weil ihr seht es nicht mehr. He? Das zeigt nach links, nach extrem links. Was bedeutet, dass wir auch nicht dort links müssen, sondern dort hinten. Und am Dachhähnelrohr kann ich nämlich dort auch schon ein Wanderzeichen erkennen. Und das bedeutet, wir müssen hier unten durch, nach Oberdorf. Ah, das ist die Unterstation. Ja, das ist, auch so eine Bergseilbahn, so eine Gondelbahn drauf. Dort müssen wir jetzt hin. He? Von Oberdorf geht es weiter. Von da hinten sind wir jetzt gekommen. He? Und wir können hier auch schon sehen, überall, wie so üblich jetzt halt im Moment, ist ziemlich viel Holz am Umliegen, weil viel kaputt gegangen ist oder man viel hat müssen umtun, aus Sicherheitsgründen. Und hier, das ist ziemlich gefahren. Das sind sicher etwa 2,5 cm. Das ist durchgehend gefahren. Also, ihr seht, es ist ziemlich kalt. Was ich jetzt aber eigentlich eher als Vorteil anschaue, wenn das nämlich nicht nass, nicht kalt wäre, wäre das ein riesen Matsch hier zum Laufen. Von dem her gesehen, eigentlich gut.
Man kommt so besser voran. Und man macht sich die Schuhe nicht dreckig. Wow, he. Jetzt kommt die Sonne noch raus. Wie die Prognose eigentlich vorausgesagt hat. Wunderbar. Im Moment geht hier fast kein Wind. Richtig angenehm. Ist mir eigentlich schon fast ein bisschen zu warm. Aber zu weit hoch auch nicht machen. Dann bleibt noch mit Wärme drin. Schwitzen tue ich nämlich noch nicht. Aber gleich. Wow. Ah. So. Zeige ich euch dann nachher auch wieder etwas von oben, wenn ich einen geeigneten Punkt finde, um nach oben zu starten. Das ist mir wichtig, dass ich oben frei habe, dass ich einfach wieder runter kann. Oder wenn etwas ist, dann kommt sie selber dort runter, wo sie offen ist. Das habe ich meiner Kamera gekauft, eingeschickt. Gestern zurückbekommen. Heute dabei, noch kein einziges Foto kann ich machen. Akku sind leer. Gestern noch geladen. Neue Kamera. Unglaublich. Hier kommen wir dann an eine weitere Tafel. Hier steht Oberdorf drauf zweimal. Einmal mit einem Bussymbol auf dem oberen Teil und einmal mit einem Bus- und einem Gondelsymbol auf dem unteren linken Teil. Ihr müsst hier im unteren linken Teil nach. Was heisst, dass ihr hier geradeaus lauft und nicht hier links abbiegen dient. Ja, ihr könnt sehen, wunderschönes Wetter und das sieht richtig lässig aus hier. Raus. Kommen wir raus. Wir sehen, wie es aussieht. Wenn das etwas nass ist, ist es hier matschig. Jawohl, geradeaus.
haben sie geschaffen. Da geht der Wanderweg durch. Von unten sind wir jetzt alles raufgekommen. Wir sehen schon, da gibt es einiges zu. Zum Wanderweg wieder in Ordnung bringen in diesem Gebiet unten. Und da ist dann auch schon die nächste Tafel, wo wir geradeaus weitergehen. Holzschlag, he? Hey, jo. Hier unten sind wir jetzt um den raufgekommen. Hier haben wir jetzt zwei Richtungen, he? Einmal rauf und einmal über. Wir müssen aber rüber, weil hier seht ihr dann auch schon das nächste Schild, wo da drauf steht: Oberdorf Station. Und dort müssen wir hin. Sitzbänkli hat es hier auch immer wieder. He? Also, nehmt euch an meine Zeit, sitzt hin und schaut ein bisschen die Landschaft an und hört, was ihr so hört. Mehr Schnee als das konnte ich bis jetzt auf der Strasse noch nicht feststellen können. Seht ihr, wie klar das Wasser ist? Interessanter Baum. He? Unten hat er so eine grobe Rinde. Und wenn man weiter nach oben geht, dann wird es zu einer glatten, feinen Rinde. He? Wieder an einem Bänkli und einem Müllstübel sogar vorbei. Unter einer weiteren Tafel. Oberdorf. Gondelbahnstation. Angeschrieben mit dem 478. Und da hinten könnt ihr das dann auch bereits schon sehen. Dann schauen wir dann, wo es von dort weitergeht. Und für die natürlich möchten, wir können auch von der anderen Seite starten. Man kann die Route ja von jeder Seite anfangen. Das spielt keine Rolle, wo ihr anfängt. Ihr könnt auch Gondelbahn nehmen, wenn ihr zwischendurch das euch mühsam oder anstrengend oder irgendwelche Gründe nicht könnt oder wollt laufen. Ihr könnt auch mit dieser Station eine weiter rauf. Dann habt ihr quasi einen Zwischenteil übersprungen und könnt oben nachher wieder weiterlaufen bis ganz Welscherohr, bis zum Endstartpunkt. Oder wie auch immer. Wenn wir also hier sind, he, dann geht das links. Da vorne. Vorne wieder in den Wald rein. Und dann bin ich hier irgendwie rauf. He. Mal schauen. Also, hier geht es weiter. Eine Tafel. Da ist keine Nummer drauf. He. Oberdorf. Hinter Weißenstein. Ich würde jetzt mal vermuten, dass wir raufgehen. He? Das andere geht wieder runter. Also gehen wir hier auf es zu. Dann gehe ich mal dem Pfeil nach. He? Hier kommen wir raus. Sieht man nicht, wenn man rauskommt, aber hier oben hängt das Wandertafelzeichen. Sprich, ja, laufen hier durch und da vorne sehe ich schon die nächste Tafel. Also gehen wir schauen. Wir sehen, hier ist etwas los. Gehen wir schauen, was sie uns anführt. Die Tafel hier führt uns da hinten rauf. Wir befinden uns Oberdorf Talstation, he? Gondelbahn 655 Meter. Ja, jetzt geht es rauf, da steht Weißenstein 1 Stunde 50 und dahinter in Weißenstein 1 Stunde 40. Also steigen wir los. Und in 45 Minuten sind wir sogar bei einem Ort, da heisst steigend los. Witzig. Okay, gehen wir los. He?
Ah, was gibt es da noch? Saurierspuren? Ah, ja, stimmt, da kann man Saurier-Sachen anschauen. Okidoki. Mal sehen, ne? Hat schon ein bisschen mehr Schnee gehabt, aber mittlerweile nichts mehr. He. Da hinten rauf. An diesem Punkt hier, wenn ihr genug Zeit mitbringt, können wir noch Saurier-Sachen ausgraben, wenn ihr etwas findet. Im Moment ist es auf der Strasse entlang gegangen und da vorne sehe ich schon, geht es in den Wald rein. Hört ihr etwas? Nein, ich auch nicht. Hier ist schon bereits wieder fertig. Da fließt im Moment kein Wasser. So wie das aussieht, kann man, wenn hier genug Schnee ist, schlitteln. He? So ist ein Schlittelzeichen. Da haben wir Steinbruch. Hier geht es links auf einen Steinbruch. Jetzt muss ich zuerst schauen, wo ich durch muss. Weißen Stein ist auf beiden Seiten angeschrieben. Also, mal gucken. He? Jetzt kann ich es nicht zeigen, jetzt sieht man es irgendwie nicht, aber jetzt funktioniert es wieder, weil jetzt zeigt der Pfeil hier offen, wo aber die Route nicht durchgeht. Und wenn ich es drehe, dann zeigt es hier offen, wo die Route markiert ist. Also gut, gehen wir dann von hier quasi links, Richtung Nesselboden, Hasenmatt zum Beispiel. He? Jetzt ist es schon ein bisschen anders, der bunte Grund, aber immer noch hart. Teilweise ein bisschen gefroren, muss man schauen, wo man läuft. Hier kommt ein bisschen Wasser. Hier ist das Tor vom Steinbruch offen. Da zeige ich euch hier gerade noch schnell einen Einblick und laufe hier bis zum Kanten an, wenn man schon die Möglichkeit hat. Ja, sehen wir hier die Maschine. Und das ist der Steinbruch. Ja, richtig schön. Cool. Da kommt gerade, ein wahnsinniger Narbe. Da kommt gerade ein wahnsinniger Narbe. Ich habe ja, also wenn der das schafft, dann schaffe ich das zu Fuß auch.